ich in Welt legen, die ich eben nicht für richtig finde, dass die darüber klagen, dass Produkte in den Supermärkten verkauft werden, die wir im Weltladen haben, was ich nur gut finde. Daraufhin hat die GEPA reagiert und hat eine Reihe von Exklusivprodukten, nennt sie so, rausgebracht, die nur im Weltladen verkauft werden. Im Weltladen exklusiv. Dazu gehört diese Doppelkeks, der ausgesprochen gut läuft. Das ist ein ganz neues Projekt und trotzdem laufen sie uns damit schon. Und dieses rote Quinoa. Nur helles Quinoa haben wir schon immer. Und dieses rote gibt es jetzt nur im Weltladen. Das wird nicht über Supermärkte verkauft. Ich finde das nicht nötig, aber es ist so. Und eben auch die Schokolade, die immer ein bestimmtes Projekt auch haben, das genau beschrieben wird. Ja, und das finde ich. Und das ist gut. Die haben ein Gesicht, die Produkte, die wir hier haben. Im Gegensatz zu dem Supermarkt. Genau. So, jetzt eine konkrete Aktion, die du vorstellen wolltest. Ja, und zwar ist in Kolumbien eine Friedensgemeinde, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Widerstand gegen diese, da sind zwei Seiten, einmal die Polizei und zum anderen die Guerilla-Organisation, die beide sich gegenseitig einen Kampf angesagt haben und die Friedensgemeinde steht dazwischen und die sagen, die Guerilla sagt, die Gemeinde kooperiert mit der Polizei und die Polizei sagt, die kooperieren mit den Guerillas und beide bekämpfen die dadurch. Und jetzt haben sie im Ort eine Villa beschlagnahmt, die Polizei, und ist da hingegangen. Und dadurch wurden die von der Guerilla noch mehr angegriffen. Da sind die rausgezogen aus dem Ort, haben einen neuen Ort gegründet, diese Friedensgemeinde. Und da haben rundherum wieder die Guerillas Stellung bezogen. Sodass die ständig in den Fall, aber sie haben diese gewaltlosen Widerstand, das ist ihnen ganz wichtig und sie wollen auf keinen Fall Gewalt üben, sich zu verteidigen. Und ihre einzige Chance ist neben dem Selbsterhaltungsanbau, das heißt Anbau für Nahrungsmittel, die sie selbst verbrauchen, ist die einzige Chance, mit irgendwelchen Leuten Handel zu treiben. Und da sie mit großen Handelsorganisationen zu klein sind, hat schon ganz lange Banafair, das ist eine Organisation in Gelnhausen, die sich mit fair gehandelten Bananen schon lange, lange beschäftigt. Die haben mit denen auch schon länger Kontakte und haben immer wieder hin und her, wie können wir das machen. Und jetzt haben sie eben ausgegraben, ab diesem 2009 Juli läuft eine Aktion mit fair gehandelten Babybananen. Das ist ganz was Neues. Und ich hoffe, wir kriegen einen Karton jetzt die nächsten Tage. Ja. Und die GEPA hat die Kakaoproduktion dieser Friedensgemeinde aufgekauft, sodass die zweigleisig fahren können. Und die haben auch jetzt aufgrund dieser Zusammenarbeit mit Banafair und GEPA, haben sie jetzt auf ökologischen Landbau umgestellt. Im Grunde genommen hatten sie das schon, aber sie haben sich eben nicht bequatschen lassen mit Spritzmitteln und zu arbeiten, sondern arbeiten wirklich da auch ökologisch und haben die Zertifizierung sogar gekriegt, das hat die Banafair alles bezahlt, dass die zertifiziert wurden, die Bananen, und jetzt können sie die als Öko- und Bio-Bananen verkaufen. Die Babybananen sind noch süßer und geschmackiger als die Obstbananen, wie die anderen genannt werden. Wirklich alles versucht, hier das zu kriegen beim Bürofachhandel. Computerpapier? Computerpapier aus Recycling-Material. Und die haben das. Und dann haben wir die angeschrieben, ob wir das verkaufen können. Und da sind wir gerade noch in den Verhandlungen, dass es kommt. Und ich möchte noch dazu, die haben auch Textilien. Ich habe mir auch eine Jacke davon, die ist ganz toll. Also ich probiere das immer selbst aus, bevor ich habe das, die Papiertaschentücher, die kriegst du hier auch nicht aus Recyclingmaterial, ganz meiner Zahlen nicht. Toilettenpapier, das geht. Ja. Manchmal bekommt man auch Haushaltstücher, aber die Schreibmaschinenpapier bekomme ich ganz meiner Zahlen nicht.
Und das werden wir jetzt hier aufnehmen. Kriegen wir immer einen, die sind anerkannt im ATTÜV. Da kriegen wir immer einen Karton voll Waren zur Ansicht geschickt und dürfen uns dann behalten, was zum Verkauf, was wir verkaufswert halten oder erachten. Und dann suchen wir das aus. Aber ich meine, es ist natürlich auch so, als die Weltläden angefangen haben, da waren das alles Sachen, die ganz ungewöhnlich waren. Ja. Mhm. Vor Jahren gab es die nur im Weltladen. So ändert sich das. Ich meine, ist ja auch jetzt, wenn man so guckt, was sich mit dem Kaffee, mit dem Fairhandel entwickelt hat. Ja. Ist ja gut, aber für die Weltläden wird es dann auch ein Problem, ne? Das macht mir nichts. Dann sind wir. Also ich finde diesen Gedanken nur gut. Je mehr Leute das kaufen, umso besser. Warum soll ich. Dann brauche ich doch nicht hier lang stehen. Da kann ich meine Beine hochhalten oder mit meinem Garten. Hier, das wir jetzt reingenommen haben, hier von der Waldheimat aus Rönnsal, das wird da gearbeitet, diese Anmachhilfen für Kamin und Grill, wird das Recyclingmaterial hergestellt. Und ich hatte dazu, die Zeit hat einen Artikel, den hatte mir jemand zukommen lassen, darüber geschrieben, dass es mit Papier anzünden so umweltschädlich sei. Und dass dieses Anzünden mit Holz, was in Wachs getränkt ist und von daher garantiert auch brennt, sehr viel umweltfreundlicher sei. Das hatte ich hier. Das ist richtig fest, ja. Ja. Schön. Also ich habe einen schon seit vielen Jahren bei mir schon zigmal gewaschen. Das ist ganz toll. Kriege ich auch nicht kaputt. Nee, sieht auch nicht so aus, nee. Dass nicht kaputtbar ist.